müssen uns als Konsumenten ändern, wir müssen uns aber auch mehr politisch engagieren. Und all das hängt nicht nur an Wissen. Wissen alleine ändert häufig wenig. Es hängt auch nicht nur allein daran, unsere Werte zu hinterfragen, was wir natürlich auch tun sollten. Menschen sind sehr eigennützig häufig und wir müssen begreifen, dass zum Beispiel Klimawandel, Biodiversitätsverluste, degradierte Böden etc. auch unserem höchstpersönlichen Eigennutzen auf Dauer nicht dienlich sind. Eine Welt mit Klimawandel, mit vermehrten Kriegen und Bürgerkriegen, um schwindende Nahrung, schwindende Wasservorräte, wird auch mir persönlich nichts nützen. Dazu kommt aber, das ist vielleicht das Allerwichtigste, Menschen unterliegen Normalitätsvorstellungen. Das große Stück Fleisch jeden Mittag, die tägliche Autofahrt zur Arbeit, die ständigen Urlaubsflüge, das sind unsere Normalitäten, aus denen wir am besten gemeinsam mit anderen rauskommen, indem wir andere Dinge ausprobieren, andere Lebensstile, andere Ernährungsweisen. Das geht im Wesentlichen nur gemeinsam und die ganze Zeit damit rechnen, dass wir natürlich Menschen bleiben mit bestimmten Gefühlen, die häufig eher hinderlich sind, wie Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung. Damit müssen wir rechnen und dann können wir das gemeinsam auch schaffen.